Jo, moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Hier mit dem Alex, der IAR und dem Medi. Heute sind wir mal wieder per Zufallsprinzip auf die Oman-Karte geflogen. War das jetzt einer von mir? Ja. Und wir siegen gerade. Ich bin mitten im Spiel eingetreten. Der Typ musste mich jetzt hochkatapultieren. Und ich werde einfach mal wieder als Medi versuchen, meine Mannschaft zum Besten zu bringen. Und dafür ist mir kein Weg zu schmutzig. Spaß! So, wir hauen jetzt hier einfach mal ordentlich rein. Schnell! Wiederbelebt. Medipack. Scheiße, wo war jetzt die MP5? Verdammt. Da kam einer an, der Dr. T-Bag. Und der wollte mir an die ans Lede. So. Da drüben liegt wieder einer. Schön. Super. Priopi. Ne, Puepi. Puepi oder Pippi. Ich glaube, das soll Pippi heißen. Na toll, Pippi. Die Pippi hat was gegen mich. So, da hinten. Nee, X. So. Ich hab bloß drauf, dass der Heli wieder kommt. Aber es wird anscheinend nicht so schnell. Was? Und ich werde mich jetzt mal wieder hoch aufs Dach begeben. Dann kann ich ja schön. Das war jetzt peinlich. Aber Nosferatu, dem Typ habe ich ja auch fast alles gezogen, ne? Ich muss hier runter. Aufs Dach. So, da oben ist ja jetzt bestimmt keiner mehr drin, ne? Ja, genau. Ach verdammt, da ist auf dem anderen Dach ist auch einer. Sollte jetzt eigentlich keine dritte Granate werfen. Haben wir noch ein Medipack hin? So, den haben wir uns geholt. Hier liegt jetzt keiner mehr von uns. Kann ich jetzt nicht mehr wiederbeleben. Muss bloß aufpassen, dass sich keiner. Irgendwie noch. Dingens holt. Oh, jetzt wieder schnell weg. Oh, die Stauk. Oder ST. GAU, was auch immer, oder so in der Art. Die war jetzt wo? War jetzt hier. Okay. Ich rück jetzt erstmal. Oh. Ja. Das ist schlecht, wenn natürlich bei uns alle sterben. Ich sehe jetzt jemand. Nee. Gut. Dann rück ich jetzt weiter vor zu B. Oh nein, wir verlieren gerade jämmerlich. Das heißt, ich muss jetzt überall auf alles gefasst sein. Und da hoffe ich doch mal, dass jetzt hier nicht so schnell wieder zu viele ankommen.
schleicht sich gerade einer an. Mist, da haben sie alle gemessert von hinten. Ah, wenn man den auch sehen würde, so, der wurde jetzt fast gesniped, der Little Gee. So, den holen wir uns da jetzt, oder? Der wurde schon geholt. Nee, er ist dann gegangen. Also wurde er geholt, Mist. So, Rache und Retter. Noch eingesackt. Und weiter geht's. Ist jetzt einer von uns bei B, so sieht's nämlich aus. Den werde ich jetzt holen hier. Oder unterstützen. Nein, die Staug, echt. Nee. Da macht die noch schnelleren Schaden als meine. Ja, ja, wo ich schon große Stücke drauf setze. Weil das wirklich eine schöne Waffe ist. Gut, dann eben wieder aufs Dach. Dann muss es eben wieder das Dach sein. Und hier unten hat vor uns der Typ auch mit dieser komischen Maske gemeint. Er muss ja wieder alle terrorisieren. Schade, dass ich hier nicht durch kann. Verdammt, da wartet der extra noch auf mich, der Typ. Wie hieß der? Das ist der Klaus XT hier. Ne, 9:7. Oh, nee, es ist sogar ein Medi. Da war ja noch einer. Shit. Das fand ich jetzt nicht so schön hier. Die überliegen, die liegen schon über, also die machen schon mehr Leistung als wir hier. Ist hier was? Ne, da werden nicht weitergehen, oder? Ein paar Teamkameraden wieder zurückgeholt ans Tageslicht. So. Wo sind die denn jetzt alle? Oh nein, Leute, wo sind denn die? Da hinten, na schön. Holen die uns hier vom Dach reihenweise runter. Das finde ich natürlich ganz lustig. Ich fahr gleich mal mit hier, hoffentlich kann der fahren. Ja, entscheidet sie sich jetzt mal weiter zu fahren. Wäre ja schön, wenn, ne? Hier ist mir ja bloß leichte Beute. Schön, F1, weiter geht's. Super, war eine Fahrzeugabwehrmine vom Dr. T-Bag, wo ich drüber gerast bin. Aber Sieg! So, das war das erste Game und das zweite folgt zugleich. Das erste war binsig. Hoffe ich doch mal, dass das zweite jetzt
wenigstens ordentlicher, nicht ordentlich, aber ordentlicher wird. Denn es kann nicht hingehen. Der andere Klaus XT hat eine 10 zu 10. Na, das war jetzt eigentlich dumm, aber gut. Für sowas bin ich ja prädestiniert. Komm, lauf, 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 lauf. Habe ich jetzt wenigstens noch zwei Mitfahrer. Gut. Der fährt da oben lang. Es bringt nichts, wenn du dort hinschießt. Das muss ich dir sagen. Das bringt nichts. Bei D waren sie jetzt schon. Fahren wir weiter zu B. Holen uns dort den Punkt. Und jetzt fahren wir weiter zu C. Haben noch keinen Schaden genommen, wohlgemerkt. Was ich gut finde. Meine Passagiere sind schon längst ausgestiegen. Und ich werde jetzt meine Kreise weiterziehen. Ach, ich wollte jetzt eigentlich noch vor dem Jet irgendwie hier noch verschwinden in den kleinen Gassen. Jetzt bin ich hier. Mich soll es ja nur hier rüberbringen, da bin ich schneller da drüben. Und dann schnell hier hin. Oh, auch ein Medi. Wie lustig. Wie oft hat man sowas schon, ne? Oh. So, weiter, 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 weiter. Laufen, 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 laufen. Absichern, absichern. Ich glaube, jetzt kommt gleich welche. Die versuche ich dann mal mit der Pistole zu holen. Setzen wir hier mal noch ein Medipack hin. Wenn ich jetzt noch Unterstützung krieg, gehen wir mal hier hinten kurz hin. Dann gehen wir hier hoch. Medipack. Hoch. Medipack. Gut. Kurze Verschnaufpause und schauen. Ist hier irgendwo niemand? Nein. Die haben ja auch noch C, ne? Oh, schön. Doppelkill hingelegt. Mit der IAR. Wenn die jetzt beide hier wieder spawnen. Oh komm, dann krieg ich doch noch einen Kill hier. Mit der kranken Granate. Nein, krieg ich nicht. Aber der merkt jetzt nicht und ist gleich tot. Und ich spawn natürlich nicht bei A. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Dann hätten sie ja schon A erobert. Dann gehen wir doch einfach mal, weil es so viel Spaß macht, in die Flugabwehr. Wir sind Russen, das heißt, die Flugzeuge müssten ja normalerweise von rechts kommen oder von der US-Truppe. Ich sehe gerade eben überhaupt nichts, egal wo ich mich hindrehe, ist den Luftraum anscheinend zurzeit unbesetzt. Ich warte und warte und warte. Gut, dann sollte mich auch nicht weiter kümmern, aber hier. Ich finde es halt dumm, dass hier nirgendwo ein Fahrzeug jetzt ist. Bis zum A, jetzt ist wieder eins. Nein, warte, ich habe doch gerade hier drüben ist wieder eins gespawnt. Hä? Laut Karte steht das Fahrzeug genau vor mir. Super. Bloß gut, dass ich nichts sehe. Ja. Ich könnte jetzt ganz offen auf dem Feld laufen, aber so einfach wollen wir es natürlich auch nicht machen.
Also ist einer von uns. Ach so, sagt das doch gleich. Dann brauche ich gar nicht so schießen. Nee, Leute, nee. Der Chiller chillt hier rum. Und jetzt gehen wir auf zu A und machen die kranke Übernahme. Ja, wo war die denn? Hinter uns? Hat, ja, nee, neben uns. Hat die Ska-L sich einfach mal angeschlichen und alle niedergemetzelt. So, jetzt hier unten steht kein Auto, da drüben steht auch kein Auto. Na, kein Sendermarker angebracht. Na, geht doch. Jetzt brauche ich bloß noch ein Auto, da ist eins. Und ab rein. Erst zwei Kills ordentlich hingelegt. Finde ich ein bisschen scheiße. Und Mist, der hat mich ja noch abgezogen. Den wollte ich jetzt noch krank was ziehen hier. Aber hat mich aus dem Hinter... Nein. Wurde ich auch noch wiederbelebt. Hat mir jemand diese Ehre erwiesen, wiederbelebt zu werden. Oh, ich hasse das. So, jetzt hinter. Ich fahr bei dir mit. Danke, Kollege. Das ist wenigstens noch ein Anständiger, der auf einen wartet. Den dritten haben wir jetzt nicht mitgenommen. Aber jetzt reicht das erstmal so. Um den kümmere ich mich jetzt. Ah, gut. Tot ist er. Und die Stauk hat mich irgendwo geholt. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Wenn man da auf dem freien Feld ist, hat man sich das Schicksal eigentlich schon auf die Stirn selber geschrieben. Und braucht noch abzuwarten. So ist das nun mal. Und jetzt... Oh, da kommt der erste Kandidat. Komm, hau den weg. Hau den weg. Ich kann ja noch gerne meine Granaten zur Verfügung stellen. Gut, braucht man nicht. Jetzt geht's weiter vor. Ich wollte jetzt aber nicht auf dem offenen Feld hier wieder lang, sondern eher wieder hier drüben. Schnell durch. So dass mich keiner sieht. Und dann geht's weiter. Steht ein Auto. Muss ja auch irgendwo der Fahrer sein, ne? Ist tot. Oh, da haben wir noch schön den Feind eliminiert. Noch ein Feind eliminiert, Kopftreffer abgesandt. Auch noch einen abgesandt. Das läuft ja wie am Schnürchen. Sendermarker. Das Auto ist weg. Wir hauen mal kurz hier rein.
Da war es mit seiner Vintores VSS. Oh mein Gott. Da kann ich nichts entgegensetzen, wirklich nicht. Außer wenn ich vielleicht zuerst anfange zu schießen, hätte ich vielleicht eine Chance. Sonst aber nicht. Scheiße. Weg, weg, weg. Diese Position ist zwar auch nicht geeignet, aber scheiße. Wir haben doch hier bestimmt Pioniere, oder? Unter uns. Also jetzt einfach da stehen lassen. Macht der jetzt irgendwie hoch aufs Dach oder irgendwas? Gut, ich will es nicht wissen. Weiter geht's. Oh, wir haben gleich gewonnen. Kann ich jetzt eigentlich nicht mehr viel machen. Einfach nur noch mal komplett reinfahren. Und voll auf Risiko eine Granate reinhauen. Und da haben wir gesiegt. Mit einem klaren Punktevorsprung von 463 Punkten. Ja, selbst ich kann rechnen. Super, habe ich das gemacht als bester Sanitäter. Vielleicht sogar auf dem 9. Platz. Also nicht vielleicht, sondern auf dem 9. Platz. Aber auch der einzige Sanitäter von der... Naja, der einzige gute Sanitäter. Gut, das war's von mir. Bis zum nächsten LP. Euer Alex. Haut rein.